Hallo allen, heute wollte ich mit einem bestimmten Gast ein passendes Video zum 31. Oktober machen, und zwar ein Halloween-Video. Moin Leute, ich bin der Legon, beziehungsweise der Typ, der unlustige Kommentare schreibt. Vielleicht kennt mich noch der eine oder andere unter Minimus 3.0. Ich war ja auch letztes Jahr schon beim Halloween-Video von Varios dabei. Okay, dann ziehen wir es nicht in die Länge und fangen wir mit unserem Top 10 Halloween Lego Ninjago Sets Video an. Jawohl! Okay, let's go! Auf dem Platz 10 haben wir den Tempel der Auferstehung unter der Artikelnummer 70643. Dieses Set enthält 7 mega coole Figuren und 3 Oni-Masken. Das Set an sich ist 26 cm hoch, 19 cm breit und 27 cm tief. Auf den ersten Blick ein gewöhnliches Tempelset. Doch drückt man den Dach ein, entsteht dort ein onihaftes Grinsen. Perfekt zu Halloween kann man den Dach eindrücken und als Halloween-Deko stehen lassen. Das Set an sich sieht mega gut aus und ist auch richtig gut detailliert worden, auch wenn es sich etwas vom Kanon unterscheidet. Kommen wir nun zu Nummer 9, und zwar dem Unipack. Für 15 Euro bekommt man 36 Einzelteile und 3 wirklich sehr schöne, detaillierte und exklusive Minifiguren. Die Prints an den Figuren gefallen mir sehr gut, sie sind auch bewaffnet. Das Set basiert auf der Staffel 10. Man muss aber sagen, es ist auch nicht wirklich ein Set, deswegen ist es auch so weit hinten bei der Liste. Trotzdem gefällt mir das Design der Uni generell immer noch sehr gut und es ist durchaus gelungen. Danach haben wir den Oni-Titan mit der Artikelnummer 70658. Dieses Set beinhaltet 4 coole Figuren, die aber eher weniger selten sind, wenn man Garmadon nicht mitzählt. Der Oni-Titan ist 25 cm groß, 27 cm lang und 18 cm breit. Der Titan sieht an sich cool aus, aber er unterscheidet sich relativ stark von der Serie. Ein steinigen Titan, der Oni-Elemente hat, als Halloween-Dekoration wäre nicht schlecht und gut aussehend. Gehen wir dann mal zum nächsten Platz. Kommen wir nun zu Nummer 7, und zwar der 25.06. Und ihr seht schon, es ist noch eine vierstellige Setnummer. Das heißt, wir befinden uns im Sommer 2011. Ein Set aus der zweiten Ninjago-Welle, die es je gab. Und ich rede vom Skelett-Truck. Ein durchaus bekanntes Set. Minifiguren sind enthalten. Zane, Jay, Whiplash und Garmadon, noch der Garmadon mit nur 2 Händen und diesem Knochenhelm. Es kostete damals 60 Euro und es sieht cool aus, hat coole Details und auch sehr coole Funktionen, denn es ist gefedert. Das Besondere daran ist aber, dass die Federung mit dem Schädel vorne verbunden ist. Das heißt, wenn man hier quasi federt, bewegt sich der Schädel so mit, dass es aussieht, als würde er zubeißen. Ich finde richtig cool, es sind 2 Käfige für die Ninjas enthalten. Die Käfige kann man auch am Fahrzeug dann anbringen und ein abschließbarer Greifarm darf natürlich auch nicht fehlen. Den 6. Platz bekommt das Set unter der Artikelnummer 71722 namens Verlies des Totenkopfmagiers. Das Set hat 8 coole Figuren und kann zu einem Teil eines Brettspiels werden. Das Gebäude an sich ist 31 cm hoch, 27 cm lang und 43 cm breit. By the way, würde das Set momentan ca. 100 Euro kosten. Schädel bzw. Skelette sind typisch für Halloween. Das Set hat ein Skelett als Figur und ein Schädel groß drauf. Und dies würde es relativ passend zu Halloween machen. Das Set an sich ist auch ohne Halloween mega cool für die Regal oder zum Spiel. Und der 5. Platz hat sich die 2505 verdient. Ihr seht schon, wir sind wieder mal im Jahr 2011, und zwar mit Garmadons Festung. Das Set hat 518 Teile und es kostete damals schon 70 Euro. Das heißt, es war schon damals sehr, sehr teuer. Man muss aber fairerweise zugeben, dass sehr viele große Elemente wie diese Gitterelemente enthalten sind. Und die sind natürlich auch dementsprechend teurer. Minifiguren haben wir Garmadon, Samurai, Kai, Nier, Chopoff und Bonesai. Und zum Set an sich, es ist eine düstere, gruselige Skelettfestung. Ich mag, wie mit diesen Knochen gearbeitet wurde. Ich mag diese Gitterelemente und auch diese Kettenteile.
Und diese Skelettköpfe, diese gespaltenen, das sind halt leider Sticker, sie sehen aber trotzdem sehr, sehr, sehr cool aus. Es ist wirklich eine super Festung, sieht sehr genial aus. Vor allem für damalige Verhältnisse wirklich, wirklich gut. Und auf der Rückseite, das ist so ein Highlight, unter dieser roten Spinne. Ich mag dieses Spinnenelement, ich vermisse sie. Unter dieser roten Spinne befindet sich ein roter Knopf. Wenn man da drauf drückt, lässt sich diese Spinne vorne abschießen. Das ist nämlich nicht nur eine Dekoration oder ein Symbol oder wie auch immer. Das ist tatsächlich eine Spinne, die sie auch abschießen lässt. Das finde ich echt sehr, sehr gut gelöst. Das nächste Set auf unserer Liste ist der Drache des Overlord mit der Artikelnummer 71742 und einem aktuellen Preis von ca. 30 Euro. Das Set hat zwei Figuren, wo unter anderem ein neuer Overlord Remake drin ist. Der Drache wäre 12 cm hoch, 46 cm lang und 45 cm breit. Der Drache sieht schon vom ersten Blick an bösartig aus und so einen Drachen zu Halloween zu haben wäre sicherlich ganz cool und sehr passend. Und der dritte Platz hat sich dann doch noch die 71721, der Drache des Totenkopfmagiers, geholt. Ein Set, bei dem sich Varus und ich mal überhaupt nicht einig waren. Also wirklich nicht. Wir haben noch ein paar andere Leute gefragt, wo wir das Set ungefähr platzieren sollten und was sie davon halten. Und irgendwie hat das Set dann doch noch den dritten Platz geholt. Nur noch kurz vorhinweg, das Set sollte nächstes Jahr nicht mehr verfügbar sein. Es ist ein Auslaufartikel, das heißt, falls ihr es noch gerne haben wollt, würde ich jetzt mal zuschlagen. Das Set hat eine UVP von 80 Euro und beinhaltet doch über 1000 Teile. Das finde ich echt ganz okay. Man bekommt es im freien Handel momentan so für 65, 70. Das ist wirklich ein guter Preis, bei dem man nicht meckern kann. Es ist auch noch ein Teil des Spieles enthalten mit einer Statue, einem Totenkopf. Nichts Besonderes, aber ganz okay. Kommen wir zum Highlight dieses Sets und das ist einfach der Drache selbst. Ich meine, ein Skelettdrache, wie cool ist das denn? Das passt perfekt zu Halloween. Der Kopf sieht cool aus, die Rippen finde ich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Das ist nur eine Funktion enthalten, da kann man solche neongrünen, transparenten Teile fallen lassen und da sind noch Spinnen enthalten. Er ist auch beweglich, man kann den Schwanz, die Flügel und die Beine bewegen, wobei ich in Reviews immer wieder gehört habe, dass das ein sehr großer Kritikpunkt ist, dass das Movement sehr begrenzt ist, dass man die nicht so gut, vor allem die Flügel, nicht so gut bewegen kann, wie man das eigentlich sollte. Aber er sieht wirklich cool aus. Er hat eine Flügelspannweite von 52 cm und eine Länge von 55 cm. Das ist schon ein ordentlicher Drache und er sieht wirklich cool aus. Ich muss schon zugeben, der Drache ist ein verdienter Platz 3. Den zweiten Platz bekommt das Set mit dem Namen Angriff des Morodrachens und hat die Artikelnummer 70736. Dieses Set beinhaltet passend zu Halloween 4 Geisterfiguren und 2 Ninja. Der Drache an sich ist 15 cm hoch, 53 cm lang und 27 cm breit. Ein relativ großer und detaillierter Drache. Sein Aussehen zeigt schon etwas bös und geisterartiges. Wirklich ein sehr gutes Set zu Halloween und eines der besten Drachen allgemein. Und Ladies and Gentlemen, der erste Platz hat sich die 70732, die City of Sticks, verdient. Ein glorreiches Set, wirklich ein wundervolles Set. Es kostete damals 100 Euro und man bekam 1069 Teile. Wenn man jetzt aber mal vom Preis-pro-Stein-Verhältnis absieht, es beinhaltet einen Geistertempel, einen Kran mit Käfig, eine Anlegestelle, sogar Falltüren, sogar Ronins Laden mit diversen Artefakten, Ausrüstung, Ausstellungsstücken. Ebenfalls eine Aeroklinge, ist wirklich, wirklich detailliert und schön gemacht, dieses Set. Dann noch eine Windmühle, die gefällt mir wirklich, wirklich sehr, wie da mit diesem Steuerrad, diesem Fass und den Axtklingen gearbeitet wurde. Nier hatte noch so ein Speedboat, ist nicht so wirklich erwähnenswert, aber was durchaus erwähnenswert ist, ist dieses Geisterschiff. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe gesagt, ich komme da nochmal auf die Segel zu sprechen.
beziehungsweise auf die Flügel. Das ist halt etwas, was Lego Ninjago immer so schon gut gemacht hat. Die sehen wirklich, wirklich cool aus. Auch bei der Ninjago Movie Destiny's Bound, die sehen die Segel mit dem Drachen sehr, sehr cool aus. Auch hier, wie das so zerfetzt und zerfranst ist. Sehr, sehr, sehr cool. Ein wundervolles Set. Es ist sehr detailliert. Es hat auch diesen Geheimeingang zwischen diesen Felsen. Wirklich, wirklich cool. Und so hat auch sehr viel mit Dark Blue gearbeitet. Und ich liebe diese Farbe. Die ist wirklich wunderschön. Es ist ein hervorragendes Set. Es sieht unheimlich aus, sieht gruselig aus. Und ist durchaus auch noch groß. Der Tempel ist nämlich 42 cm hoch, 26 cm breit und 11 cm tief. Dieser Außenposten da, 26 cm Höhe, 15 cm Breite und 9 cm Tiefe. Das Schiff ist auch ja, ganz ordentlich, 25 cm hoch, 31 cm lang und 11 cm breit. Die Schiffe können nicht schwimmen, sehen aber trotzdem wirklich cool aus. Ich glaube, er hat auch noch so ein Start-Shooter sind noch angebracht. Und diese Glow-in-the-Dark-Elemente und auch noch so eine Art Käfig hat das Schiff. Nias Speedboat ist 23 cm lang, es kann ebenfalls nicht schwimmen. Es ist ein schönes Set und es sieht unfassbar gruselig, unheimlich detailliert und echt cool aus. Ein Set, was zum Spielen wohl sehr viel Spaß machen muss und im Regal auch wirklich gut aussieht. Minifiguren haben wir dann. Unsere Ninja, Nia, Kai und Jay. Dann haben wir auch noch Moro mit dem Schwert des Heiligtums und noch vier weitere Geister und einen Screamer mit Wurst. Zusammenfassend, es ist ein wirklich verdienter Platz 1 für ein gruseliges Halloween-Set. Und das war's auch schon mit diesem Top 10 Lego Ninjago Halloween Set Video. Euren Top und eure Meinung zu diesem Video könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Wunderbar, ich bedanke mich auch nochmal herzlich, dass ihr dabei sein konntet. War mir wirklich eine Freude und ich wünsche allen noch einen wundervollen Tag. Okay, wünsche euch viel Lego und ich sag mal wie immer, tschüss. Eins, zwei, drei. Halloween. Happy Halloween. Nächstes Mal lassen wir es einfach so kein Wort mehr. Okay, warte mal. So. Bam. Drei, zwei, eins. Happy Halloween. So, lassen wir es einfach kommen. Ja. Good.